Mega Rampa. Oh Gott. Dann haben wir es geschafft da. Ja, ich klaue dann mit dem Formel 1 Wagen. Ach was. Oh hier, Lotus. Geil. Hm? Du wirst gleich sehen, meiner sieht aus wie Lotus Renault damals aus der F1. Ja, meiner ist pink. Von Wege rein. Da fängst du mit so einer Karre an. Was? Alter, wie fett das einfach von der Seite aussieht, ey. In Mops Geschwindigkeit. Vorsicht, hinter uns kommt Baby schon wieder, die wird kuscheln. Ja, ja, die räumt wieder auf. What the fuck? Ah. Hallo Baby. Einfach warten. Das wird schon irgendwo an der Hand kommen. Oh, Alter! What the fuck? Ja, genauso ging es mir gerade auch bei dem Warp. Voll Esse in die Rampe reingekracht. Mhm. Du kannst dich mal abschießen, die Leute. Oder? Nein! Da, hau ab! Auf einmal kam da irgendwas Großes, Fettes runtergefallen. Und das war es ausnahmsweise mal nicht du, Markus. Wieso komme ich hier nicht runter? Das ist scheiß Riesenlöcher hier, ey. Du kennst dich doch nur mit. Du kennst dich doch nur mit Hochkriegen aus. So, Auto 2. Dito. Oh, und genau dazwischen gelandet, Alter. Ja, hab ich jetzt aber auch, oder? Ja. Vor allem, ich habe ernsthaft gedacht, als ich die Playliste gestern erstellt habe, dass wir voll schnell durch sind damit, und jetzt sind wir schon fast 4-5 Stunden da dran, Alter. Ja, so viel krass. Ja, der Play sind wir ja nicht, wir haben um 12 jetzt angefangen mit der Playlist. 3,5 Stunden haben wir jetzt gerade. Ja, und dann da drunter. So. Das erste Auto geht noch. Das kann, da konnte man noch gut runterfahren. Und jetzt wieder nach oben. Das ist die, aber frage ich mal, warum man mich direkt da reinspuren. Och ja, Baby. Ihre Flugkünste. Mhm. Ui. Ah. Nein. Das hätte fast noch geklappt. Da kommt Baby wieder. Wie bist du mit der Karre da runtergekommen mit dem Chef da? Nein, aber genau in die Lücke. So. Und wieder nach oben. What the fuck, Alter, wie räumst du gerade auf?
Ich komme noch nicht mal mit dem Mercedes da runter. Du musst eigentlich nur eine von den Asphaltstrecken treffen, der Rest ist easy. Ja, der Rest ist easy. Ja gut, ich hab... Oh, das war gerade nur aber ich treffe immer genau die Lücken. Lass mich raten, Baby ist jetzt schon im, gleich am dritten Fahrzeug. Super. I can wait, I can fly. Oh Gott, Gott sei Dank, so drauf. Nein! Nein, ich war fast unten, Mann. Oh. Einmal konnte ich es abfangen, runterzufallen, das zweite Mal nicht. Oh, Alter, Kev. Ja, du musst echt aufpassen mit dem scheiß Flieger. Zack. Voll in die Lücke rein. Hm. Ich lass mir immer auch. So, jetzt bin ich unten mit der Karre. Nein! Oh. Oh. Geschafft. Yes. Und boah. Du musst echt aufpassen, dass du nicht von dem Auto. Du musst echt aufpassen, dass du nicht von dem Auto erwischt wirst noch. Moin. Nein! Nein! Oh Mann. Guck, ich krieg's doch raus aus dem. So schön gesaved und dann wieder runtergefallen. Verdammt, komm, ich krieg den noch. Ich bin eigentlich in der Lücke drin. Vielleicht krieg ich das Auto noch da raus aus der Lücke. Normalerweise würde ich mal etwas in die Lücke reinkriegen. So, ich hab's geschafft. Aber jetzt beim zweiten Mal nicht, oder? Nee. Schade, ich war eigentlich schon ganz unten, aber mit Vollgas kriegst du die eigentlich wieder raus aus der Lücke, aber dann bin ich dann in die nächste rein. Ja, von einer Lücke in die andere, das ist halt aber dann normal. Und ich bin wieder unten. Ach Mann! Treffe aber das Ding regelmäßig gerade. Ha, vergiss es, ich komme nicht hoch. Mann. To cry, if he can live with me.
I've forgotten somehow. Da plumpsen die beiden. Ich bin wieder da. Nein. Oder auch nicht. So eine Scheiße. Nein, wieder genau dazwischen, Alter. Ja, aber ich treffe aber auch kriegelmäßig da unten rein. Sei doch froh. Wenn du regelmäßig da unten rein triffst, ist doch gut. Ja. Tschüss. Besser geht's nicht. Das Problem ist auch, das Ding hat so viel Neigung, dass wenn du auf so einer Plattform da stehen bleibst, du kriegst den nicht gedreht, nicht zurückgefahren, gar nichts. Doch, kriegst du. Ich hab's gerade hingekriegt. Man muss aber nur echt Glück haben, muss ich sagen. Nein, wieder genau dazwischen. Meine Fresse, ich war wieder fast ganz unten. Mann. Tja, der Unterschied zwischen ganz unten und dazwischen ist immer noch ein großer. Aber was war das jetzt, Billy? Ich krieg diesen Punkt nicht, ey. Ich hatte das Gefühl, du wolltest so richtig krass auf mir landen mit meinem... Okay, aber... Lupix war's. Oh, Glück gehabt. Komm schon! Komm, wir geben Gas! Oh, schade. Den krieg ich noch da raus. Jawohl. Ich krieg den noch rum. Ich wollte wieder hochfahren, aber es hat nicht geklappt. Ich hab mit der Supra, hab ich das eben geschafft. Aber ich hab mit dem Jeep bin ich jetzt durchgekommen beim ersten Mal. Ne, mit der Supra hab ich's tatsächlich geschafft. Den hab ich so gesaved. Ich war eigentlich ganz unten, hab da mit Vollgas und schräg und was auch immer. Alter, jetzt willst du mich verarschen jetzt? Jetzt die Corvette, oh Gott. Alter, ey. Ach Gott, ich hab dich eingeholt jetzt, oder? Ja. Genau deswegen. Ja, ich merke das schon. Und tschüss. So beleidigt war nicht keine Absicht. Nein, komm, krieg den doch. Jawohl. Ich war eigentlich weg vom Fenster. Oh, Alter. Nein, Kev! Ich bin unten. Ich bin auch. Unten. Ich bin direkt bei dir. Aber auch beim ersten Versuch direkt geschafft. Das ist der Reiz daran. Das Ding nicht... Ich bin schon da, alles gut, ich bin über dir. Und jetzt kommt Baby und räumt uns von oben alle weg. Von beide weg. Die ist gerade unter uns durchgekullert. Ja. Na, er ist aber im LKW. Okay, das ist vielleicht mit dem Raketenabschuss-Dings. Das ist vielleicht besser dann tatsächlich, wenn. Boah, ist das Ding langsam.
Gehen wir jetzt neben den anderen beiden? Naja. Aber vielleicht schaffst du den tatsächlich so runterzukriegen da. Boah, was ist das für ein Scheiß, Alter? Oh, Alter. Den kriegst du ja gar nicht. Ja, komm, ich nehm dich mit. Scheiße, ich bin unten. Das sind danach noch nein, vier. Nein, ja. Das sind danach. Das sind danach noch vier Autos. Nee, zwei Autos sind's. Kev, das hättest du gerade sehen müssen. Was denn? Und ich bin unten. Ich bin unten. Okay. Alter, ich stand auf der Kippe. Du musst dir vorstellen, ich stand auf der Kippe von so einer Rampe. Ja. Hm. Senkrecht nach oben. Senkrecht nach oben. Ich habe einfach den linken Stick nach vorne gedrückt und hat's wieder auf die Strecke gekippt. Sau geil. Na, ist doch gut. Ist doch echt. So. Flugzeug. Ja, wie gesagt, du, wenn du unten 20, 22 oben. Was ist denn 28 insgesamt? 28 Checkpoints. Oh! Ich dachte, ich hab dich. Aber ich krieg den LKW da nicht durch. Sau geil. Ich hätte dich jetzt so gern noch weggeräumt. Ja, ich glaube, das hättest du nicht überlebt. Ich glaube, dass der Jeep dann noch einiges anfälliger ist. Oh, da war direkt eine Lücke, Alter. Muss man aber einfach mal eins mal sagen, die Dinger hier können schon Spaß machen, diese Rampen. Die können aber auch arg frustrieren. Da hat sie wenig, glaube ich, gerade die Lücke gedrückt, aber ich war es tatsächlich nicht. Ich hatte damit jetzt nichts zu tun. Ja, wenn du den unten einmal wieder vernünftig auf die Straße kriegst, den LKW, dann bist du eigentlich relativ gut. Dann geht's. Na, ich hab's jetzt nämlich gerade geschafft. Und ich bin unten. Ja gut, die Corvette oder was auch immer jetzt danach kommt, ist deutlich einfacher als ein LKW, weil du mit dem Ding keine Power kriegst. Keine Geschwindigkeit kriegst. Ja, wo ist denn Yvonne? Da kommt sie runtergeputzelt. Herzhaft! Ich bin durch den Checkpoint durch und sagst, nö, ist nicht, kriegst du nicht? Ich meine. Wo ist der scheiß Punkt? Da. Nein, oh Mann. Ah, ich krieg dich doch. Ich krieg dich doch. Nein, krieg ich nicht. Schade. Wen wolltest du noch? Ne, ich dachte, ich bin doch mit dem Auto in die Lücke rein und dachte, ich krieg den noch da nochmal rausgeholt. Alter. Du kraftst manchmal auch einfach direkt in so eine scheiß Lücke rein. Ja, ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert jetzt. Ich stehe voll auf dieser Scheißkante jetzt. Jawohl, ich hab ihn geschafft. Ja, ja, manchmal ist das schon wirklich. Wieder. So. Du landest halt mit dem Heck voll auf so einer Kante und dann. Naja. Dann bist du ausgehebelt. Ich bin gerade voll auf Yvonne gelandet, Alter. Oh Gott, ey, nee. Ich geh mal ein bisschen hoch, weil man weiß ja nie bei euch. Fertig.
Hä? Wer ist fertig? Nein, ich habe nur meiner Freundin gesagt, dass sie gleich fertig ist. Hm. Ey! Ja, das. Gut, vorletzte Auto jetzt noch. Dann noch einen. Das ist genau das, was ich habe. Also ich hatte. Kacke! Ich bin diese Scheiß genau wie du meintest gerade, genau in dieser Lücke rein. In diese Lücke rein. Gerade Glück gehabt, dass ich dich da nehme. Das havarierte Baby. Nein, Mann! Nein! Hangeröl. Ach man, wenn du da genau auf dieser scheiß Kante bleibst und dann einfach über das Speed verlierst. Du musst eigentlich, wenn du drin bist in der Röhre, musst du versuchen, dass du wieder ein bisschen irgendwo Kontakt kriegst mit den Rädern, dass du mal Gas gibst. Dann geht's eigentlich. Du musst zweite Mal noch Gas geben können. Schon wieder 20 Minuten hier an dem Ding, Alter. Mhm. Denk mal, Kev dürfte erstmal wieder genug Material haben, ne? Ja, gut, jetzt sind ja auch nochmal 18 Folgen, ne? Ich muss jetzt mal gucken, dass ich überhaupt die Woche dazu komme, ein bisschen was zu schneiden, weil ich muss das Pokémon ja noch wegschneiden. Ich habe ja noch eine Aufnahme, die nochmal mit 6-7 Folgen dabei ist. Das ist ja nicht immer das Erste. Ich habe ja, glaube ich, wo ich letztes Mal aufgenommen habe, Pokémon 5-6 Stunden gemacht. Und ich will eigentlich gleich noch, wenn wir dann irgendwann mal durch sind, keine Pause machen und dann versuche ich das Rest noch zu machen. Ist noch ein bisschen am Ende. Jawohl, ich hab's geschafft. Und dann noch mit dem Backflip auf die Räder. Es hat bei mir so gut angefangen und jetzt ist einfach nicht geschissen. Warte mal, ist doch nicht das Ziel? Welchem Auto bist du? Bei dem jetzt und beim vorletzten oder was? In dem Nissan, ja. Okay, naja, ich bin jetzt beim letzten gleich. Okay, letztes ist ein Formel 1 Auto. Nein, Mann! Ich hatte mal noch richtig auf der Plattform und der dreht sich falsch. Oh, endlich bin ich unten. Nach gefühlt 50 Versuchen hier. Ich habe aber auch eine Weile gebaut, bis ich da unten mit dem Ding war. Ach, das ist doch nicht zum. Das ist doch zum Kotzen. Ich krieg. Jetzt habe ich dich. Komm, Formel 1 Auto. Ich will da raus! Ich war in dieser scheiß Röhre nicht, bin aus dieser scheiß Röhre nicht rausgekommen. Oh, Scheiße! Das war klappt. Schade. Schade, das wäre jetzt geil gekommen. Ach, Mann! Mann, ich war schon wieder drauf auf der Bahn. Das kann doch nicht sein. Ich war mittig durch. Ich will das scheiß Ding gewinnen. Hau ab damit jetzt!
Kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal, ey, ich. Jedes Mal, wenn du auf eine scheiß Kante aufkommst, kommst du in diese Lücke. Exakt. Ja. Jetzt zählt's. Boah, Alter! Das ist ja nicht wahr, in diese Lücke da rein, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ich will diese Kack. Ich will das Ding gewinnen. Weil du bist durch, ne? Nee. Alter, mich hat's gerade so zerlegt bei der Landung. Ich bin fast unten gewesen und hätte es eigentlich. Ich habe gar keine Verkleidung mehr am Auto. Ich bin unten. Ich habe keine Verkleidung mehr am Auto. Ich habe gewonnen. Geil. Ja. Aber es war spannend bis zum Netz. Ich hätte dich fast noch gekriegt. Was heißt fast? Bin jetzt durch. Mit den Nerven, ne? Auch, ja. Ja, es war ein paar Mal Glück dabei. Ich war zweimal echt komplett weg. Ich war zweimal wieder in der Lücke drin und hab den aber wieder rausgeholt konnte dann nochmal Gas geben. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dich da noch krieg. Du warst glaube ich 2 Minuten oder so, hast du immer Vorsprung zwischendurch. Du warst echt gut dabei. Der scheiß Oldtimer, der hat mich. Den habe ich, glaube ich, beim ersten oder zweiten Versuch runtergehauen. Aber es ist halt wie bei der. Also, die Rampen waren alle nicht ganz einfach. Es waren extrem knifflig, muss man sagen. Es waren knifflige Dinge dabei. Okay, Baby, ich mag nicht. Na gut, das Ding hast du gewonnen. Dafür waren die scheiß Nuller da mit drin bei mir, die 2-3 Dinger. Naja, aber es war bis auf den kleinen Durchhänger so ein bisschen in der Mitte drin, war es eigentlich eine sehr abwechslungsreich, würde ich das nicht sagen, aber weil es war immer viel das Gleiche mit dabei ist, aber eine sehr interessante Mischung. Und es hat auch durchaus zwischendurch mal Spaß gemacht und zwischendurch war es erstmal, wo ich mir dachte, ich so einige Frustmomente dabei. Was ich nur gerade nicht verstehe, ist, warum ich jetzt hier mitten im Nirgendwo gespawnt wurde. Wo du überhaupt schon gespawnt wurdest. Weil ich bin noch gar nicht mit dabei. Ach so. Ich bin gerade. Ja, wahrscheinlich, weil da die Strecke lang ging. Du bist ja gleich immer am Punkt von der letzten Strecke gespawnt. Das war ich. Ich schick euch mal was, wie ich gespawnt bin, ja? Ich bin doch fast im Lachen. Warte mal bitte gerade kurz, bevor du jetzt schießt, weil ich muss Geld einzahlen. Das war nur 100.000, aber immerhin. Ich habe eine Nachricht erhalten, warum auch immer. Ah, natürlich. Du hast doch gerade geschossen. Aber nicht auf dich. Da. Oh ja, mein 5 Level gemacht. Das hat sich. So, hier schafft. Wow.
Na, war diesmal eine Playlist geschafft. Dann sehen wir uns aber nächste Woche wieder. Sonntag. Ne, jetzt am Sonntag ja nicht, am Ostersonntag. Na, nächste Woche Sonntag. Ja, ja, ich weiß ja noch nicht, wie weit ich Zeit habe. Schauen wir mal. Aber dann sehen wir uns ja, also je nachdem, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, geht es weiter auf jeden Fall mit Sonic Team Racing oder Team Sonic Racing. Bis dann.